Freundin und Geliebten gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. So, genau. Da waren wir stehen geblieben. Ne, haben von Yennefer einen Brief bekommen, dass wir uns hier in diesem Dorf treffen sollen. Allerdings ist sie noch nicht wirklich da. Wir sind jetzt auf der Suche und um Informationen von dem komischen Hauptmann da zu kriegen, müssen wir diesen Greif töten, der hier in der Nähe ist. Und dafür haben wir jetzt alle Vorbereitungen beendet. Und dann geht's los. Na, Trantüte, fertig. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Mysteriös. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, in dies. Eine Armbrust. Schön. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Ich bin... Vorsicht! Sturzflug! Schnell! Lass ihn nicht entwischen! Okay, das üben wir nochmal.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay. Jo, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, es ist soweit alles in Ordnung jetzt mit Ton und Bild. Ihr seht alles. Falls nicht, sagt einfach Bescheid. Ich denke, ich kann es kurzzeitig fixen, alles. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Mutter machen. Alles klar. Das Vieh doch noch nicht getötet hier. Looten. Brief des Hexers von der Vipernschule. Viper Silberschwert. Okay. Schön. Können wir uns bestimmen. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Leider nicht nochmal ein Fertigkeitspunkt. Wo ist mein Pferd? Zack. Ja, so springe ich auch immer auf. Dass ich den umrenne hier. Hier ist auch noch ein bewachter Schatz.
wird. Oh, das hat ja gut funktioniert. Ging ja schnell. Haben die Wölfe nicht mit dir rechnen. Alles klar. Die machen immer nur Liegestütze. Dann mit der Stuart erscheinen noch nicht. Ahoi. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Was zum Teufel ist das? Robben. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Jo, alles klar. Dagegen können wir leider nichts machen. Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir... Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ja, danke. Natürlich nehmen wir das Geld an. Wir haben hier viel zu tun. Sehr viel. Es ist aufhören! Bitte! Alles klar, der wird erstmal ausgepeitscht. Ja, dann würde ich sagen, dann speichern wir doch erstmal. So, gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Okay. Bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Ah, okay, hier müssen wir Schwalbe herstellen. Ich glaube, da läuft auch ein Timer in-game ab, das sollten wir recht schnell machen. Was brauchen wir denn für Schwalbe? Schöllkraut? Na, Trunkenenhörn. Okay. Und dieses Schöllkraut, das wächst ja überall eigentlich. Wir brauchen mal ein paar Trunkene. Ich glaube, ich habe ja da vorne welche gesehen gehabt. Weil die Gutste, dafür haben wir nicht ewig Zeit. Die Gutste lag ja da am Sterben und wir müssen uns da tatsächlich ein bisschen beeilen. So. Hier vorne waren ja irgendwo Ertrunkene, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, da ist doch einer. Das bist du hässlich. Au. Gut. So, Ertrunkene. Naja, hallo. Jetzt müssen wir nur noch dieses Schöllkraut finden. Okay. Wir können ja mal gucken. Falsche Taste. Ne, Bestarium nicht. Tutorial, Bücher. Handwerk? Wo man dieses finden könnte. Okay. Ja, gut. Findet man jetzt leider nicht. War da eigentlich?
bei der Kräuterhexe. Oder wir müssen mal gucken, wo so ein Kräuterkundler war. Ah genau, Flieder und Stachelbeeren war ja da. Hier war, glaube ich, die Quest. Dann gehen wir, glaube ich, einfach mal hier nochmal hin und gucken mal, ob wir dieses Schöllkraut finden bis zu der. Grüß dich. Naja. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Vielleicht hat er ja das Kraut. So. Nö. Hat er nicht. Pass auf dich auf. Schade eigentlich. Brillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Links, widerlich. Krähenauge. Pusteblume. Meine Großmutter hat mir von Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Außer haben die Leute einen mit Schlangen. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Schöllkraut, jawollo. Da waren da mal zwei. Sehr schön. Eins brauchen wir. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Brauchen noch eine so eine gelbe Pflanze. Leider. Für Schwalbe. Da drüben steht bestimmt was. Guck mal. Dings, Biberich. Jawohl, da ist es doch. Der Hölle mit Schlangenaugen. Naja, lass mir in Ruhe. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, wir haben's. Gegenstand herstellen. Na, sehr schön. Das ging doch schnell. So soll es sein. Also. Ja? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Tja, reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Ja, nett, danke. Okay, die können schon wieder laufen. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Tja, cool. Wir kriegen von der echt viele Sachen, ne?
dann. Gibst du ihr den Trank? Oder eher nicht? Müssen wir das machen? Meine Fresse, wie viel haben wir denn von der bekommen, ey? So, was ist jetzt? Gibst du ihr die jetzt oder nicht? Ja. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Tja, wie immer so ist. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Tja, wirklich traurig. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ui. Ah, weißer Möwe. Zwergenschnaps. Trollabsud und Greifenabsud. Okay. So viel haben wir aber noch gar nicht. So viel haben wir tatsächlich noch gar nicht. Das hier werden wir sowieso nicht trinken, den ganzen Alkohol. Der benebelt uns nur. Apfelsaft, okay. So viel Geld haben wir tatsächlich noch gar nicht. Leb wohl. Gut, na gut. Dann sollte das erstmal sein. Okay, also wenn wir irgendwelche Kräuter brauchen, bei der kriegen wir ja alles hier. Okay. Meine Fresse, ich komme immer dahin. Gefallen. Wir haben noch Schatz suchen. Oh, diese Wiebernschulen-Ausrüstung wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir holen uns erstmal das Schwert. Okay. Wo ist das denn? Meine Fresse. Also ein bisschen brauche ich noch, bis ich mit der Steuerung d'accord bin. Ich glaube, hier drüben war auch noch ein Wegpunkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, naja. Das ist ja geil. Reiten wir eine Runde. Klar, plötzlich ist wieder am Arsch der Welt gespawnt. Ah. Ja, also man kann in diesem Spiel tatsächlich auch sehr, sehr viel machen. Ich werde mal gucken, dass wir. Also es gibt ja noch deutlich schwierigere Gegner als die, die wir jetzt bisher hatten. Da werden wir uns dann auch ordentlich vorbereiten müssen. Sehr viele Tränke herstellen und so. Und ja, ich gucke mal, dass wir das dann auch so hinkriegen alles. Aber ich habe ja jetzt schon eine höhere Schwierigkeit gewählt und ich mache euch da nichts vor. Also ich werde echt oft sterben wahrscheinlich. Na komm. Was denn jetzt los? Aber bis jetzt ist ja alles gut gegangen.
obwohl wir auch ein bisschen Glück hatten ein paar Mal. Bei so einem... Irgendwas schimmert hier, oder? Geht nur mir das? In solchen kleinen Orten hier oder so kleinen Ruinen versteckt sich öfter mal eine Truhe. Deswegen gucke ich hier ganz... Alter. Deswegen gucke ich hier ganz gerne mal so ein bisschen rum. Ob da nicht doch ein nettes Schwert für uns drin ist. Ey, das ist aber auch schön, ne? So. Meine Fresse. Ja, nett. Okay. Ja, mega cool gemacht. Okay. Dieser Tür. Na, komm her. Wie ein Mann! Ja, na komm her. Au. Du Dreckshexer! Ja. Kennen mehr, Junge. Bam. Ach, da unten ist noch einer. Den holen wir uns gleich. Zornig hingekritzelte Zeilen. Wofür soll ich sterben, verdammt? Für Temerien? Vater ist dafür gestorben, meine drei Brüder sind dafür gestorben. Und was war ihr Lohn? Nichts. Nicht mal ein anständiges Begräbnis. Vater hat immer gesagt, ein kluger Mensch lernt aus den Fehlern anderer und ich lerne gerade aus seinen Fehlern. Statt für Temerien zu sterben, werde ich diejenigen ausrauben, die Söhne Temeriens töten. Wir haben ein Lager aufgeschlagen an einem guten Platz mitten im Wald, in der Nähe der alten Mühle. Und jetzt sind wir bereit für unseren ersten Raubzug. Okay, den habe ich wohl verhindert. Und... ja, okay. Das lese ich jetzt nicht alle durch. Wie bei Schulenausrüstung. Yay! Stahlschwert. Das können wir ja dann auch gleich mal herstellen lassen, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal ein paar schöne Schwerter. Hier war nichts mehr weiter, ne?